gibt heiße News. Revi und Ries küssen sich. Leo Mascher bei RTL, die Cake News 104. Rieso, bist du bereit? Oha. Ja. Erstmal wie jede Woche die neue Folge unseres Podcasts Rothaarig und Langhalsig, gemeinsam mit Tommys lehrreiche Lehrfilme, ist jetzt auf Spotify und Co. verfügbar. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Würde mich mega f***en, die Szene letzte Woche am Sonntag beim Event Next Level von Marius angeschrien. Was denn? Wow. Wie fandst du's? Ganz kurz, Revi, ist das jetzt dein sechstes YouTube-Video über das Thema? Digga, es ist einfach nur da drin gewesen. Die Leute haben gesagt, ich soll es mir reinschauen. Es ist doch total okay. Egal. Okay. Da ist ein Sch... Okay. Da kommt gleich die Kamera, ja, guck mal. Ich finde es nice, dass ihr das jetzt so öffentlich auslebt, dass das mit euch so ein Ding ist. Also Nein. Wir in der Szene, wir wissen das ja schon länger. Ist kein aber Ding. Aber ihr habt ja immer gesagt, bitte redet da nicht offen drüber. Stop. Und jetzt... Wenn niemand wusste... Jetzt ist das halt so, dass das alle wissen. Ist doch okay. Lass doch mal KuchenTV, okay. Der wird da sicherlich Investigativ-Journalist da irgendwas Gutes zu sagen können. Oder nicht? Bestimmt. Reefed hat einige Zeit später beim selben Event dann noch Folgendes dazu gesagt. Ich habe gesehen, du hast Revi geküsst. Ja, war sehr nice. Wie waren seine Lippen? Gute 15 cm weg von mir, aber ja. Unge hat dann ebenfalls ein paar Minuten später diesen Tweet hier gepostet, wo er gesagt hat, dass die beiden schon seit 3 Wochen zusammen sind. Und nicht nur das, in einem Stream hat er ebenfalls kurz darauf reagiert und hatte auch gesagt, dass die beiden zusammen sind. Reefed hatte dann erst bei Twitter gepostet, dass das echt und schön war, was ich mir nicht vorstellen kann. What the fuck? Also Kuchen. Ey, ich finde es völlig fein, dass ihr das jetzt auslebt öffentlich. Ich finde es völlig fein, dass es so ist. Ich meine, ich finde es gut, dass Unge das auch gesagt hat, weil, ne, wie gesagt, wir in der Szene, wir wussten das ja. Das war ein offenes Geheimnis, weil ihr ja auch auf mehreren, ich sag mal, gemeinsamen Veranstaltungen wart, wo ihr dann miteinander was hattet. Nein. Aber. Sie wohnt auf Madeira. Ja, und? Ja, auf welcher Veranstaltung waren wir denn gemeinsam, wo wir das hatten? Ja, diesen Ice White Shut Partys, wo wir alle so mit Masken ficken. Bitte? Die gab's innerhalb der YouTube-Szene nicht, Rieso. Du musst auf irgendeiner anderen, du musst dich in der Tür geirrt haben. Ja, das vielleicht war ich da auch auf einer anderen Szenenparty. Ich bin mir da jetzt gerade. Ich glaube schon. Unsicher. Ich glaube, das war irgendwo die Cosplay-BDSM-Szene, wo du da reingeslidet bist, Rieso. Hatten halt alle Masken auf und haben gesagt, ich bin Revi. Ich weiß nicht, was ich. Ach so. War da einer mit so einem Riesencock? Genau, und deswegen dachte ich, du wärst. Nee, das kann ich nicht gewesen sein. Danach hat sie allerdings nochmal gepostet, wie leicht die Leute sich doch trollen lassen von sowas. Ja, Revi hat das Ganze jetzt nochmal verneint und zwar hat er in einem Real Talk Video kurz darüber gesprochen und meinte, dass die beiden nicht zusammen sind und er es generell auch nicht so gut finden würde, mit jemandem zusammenzukommen, der in der gleichen Szene unterwegs ist. Ja, weil es schwierig ist. Stell dir mal vor, ich komme jetzt nicht... Was? Ihr seid doch nicht zusammen? Ja, wir hatten halt nur Sex. Regelmäßig. Lange. Ah. Ja. Oder? Ja, das hatte ich so wahrgenommen. Deswegen wir haben halt, man kann ja auch ficken, ohne zusammen zu sein, oder? Ja. Denn zum Beispiel, wenn man sich trennt, kann es da ja einige Probleme geben. Jetzt ist natürlich die Frage, tun die beiden so, als wären sie nicht zusammen, damit wir das denken, oder sind sie es wirklich nicht? Vielleicht habe ich ja auch Rieso gefickt. Ich werde versuchen, ein Date mit Reef zu klären. Wenn sie nein sagt, dann liegt es offensichtlich daran, dass sie vergeben ist, weil mir kann sonst keiner widerstehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass dir eine Menge Leute widerstehen können. Ich werde das gleiche auch nochmal bei Revi versuchen. Was denkt ihr, sind die beiden zusammen oder haben sie uns einfach nur mega krass getrollt? Schreibt es mir in die Kommentare. Trotzdem danke an Reef, dass du Revi seinen ersten Kuss gegeben hast. Sorry, dass ich das jetzt, das tut mir leid, dass ich das öffentlich auch nochmal bestätigt habe. Ja. Ich wusste nicht, dass ihr das so im Unklaren lassen wollt. Junge. Wieso? Sorry. Wir sind nicht zusammen. Ja. Entschuldigung. Chat, die beiden sind nicht zusammen. Nein, sind wir auch nicht. Ja. Letzte Woche habe ich ja schon... Ich hab's doch auch jetzt gesagt im Chat. Ich hab's ja auch im Chat gesagt. Mm. Die beiden sind nicht zusammen. Alright. Weißt du, wer wieder zusammen ist? Die Schnurrbarthaare von deiner Mom. Mm. Ja. Die haben sich so... Muttertag. Die haben sich so getroffen in der Mitte. Ole, genau. Cool. Ich finde, du siehst heute extrem hübsch aus. Ey, danke. Ich würde. Danke dir. Gern. Ich fühle mich heute auch gut. Es gibt so manche Tage, da fühlt man sich ja hübscher als an anderen Tagen. Und heute ist ein Tag, da fühle ich mich schon ganz gut. Ich würde gerne in deinen Rachen kommen. Kann ich mir vorstellen. Schön so hinten auch rein spritzen. Richtig dengelt der Dödel. Ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Gucken wir das Video jetzt, oder? Ja, weiß ich nicht. Also eigentlich haben wir jetzt alles gesehen, was über dich ist. Das ist doch nee, aber Leo Mascher ist bei RTL gewesen. Ah, okay. Schon darüber berichtet, dass Fritz Meinecke und Nick von der Polizei vorgeworfen bekommen haben,
Rechts ist Nick übrigens, ne? Ein illegales Straßenrennen geführt zu haben. Dadurch hat die Polizei deren Autos und Führerscheine einkassiert. Ich habe euch in dem Video ja erzählt, dass das in einem Eilverfahren innerhalb von 3 Tagen entschieden werden soll, weil das der Polizist zu Fritz Meinecke gesagt hat. Es gibt allerdings immer noch keine Entscheidung und die Anwältin von Fritz meinte auch, dass sie sowas halt gar nicht kennt, dass es so ein Eilverfahren in dem Sinne halt überhaupt gibt. Das heißt, momentan sind die Autos und die Führerscheine immer noch weg und Fritz Meinecke geht auch davon aus, dass sich das über Wochen oder Monate ziehen kann. Ich dachte, der Typ geht nur in den Wald. Nee. Ich wusste nicht, dass der Autorennen macht. Nein, der ist jetzt mit Dena bei Spielkind Racing. Die machen Autorennen? Ja, ja, die fahren TV Total Stocker Crash Challenge. Die saufen sich richtig einen rein und fahren ihre Karren gegeneinander. Ist übergeil. Die fahren einfach, die saufen und dann gehen die einfach in die Innenstadt, in die Fußgängerzone und fahren dann mit 150 lang. Ja, ja, und fahren gegeneinander. Bis er da tot ist. Ist mega chillig. Und die wussten halt nicht, dass man den Führerschein dabei verliert. Okay. Ja, man lernt halt nie aus, ne? Ja, richtig. Und man lernt dann nie auszufahren. Wär krass, wenn YouTuber sowas machen würde und danach so ein Entschuldigungsvideo macht, so, hey, in der Öffentlichkeit zu stehen ist halt auch echt anstrengend und ich hab das einfach falsch eingeschätzt. Mhm. Ich hab jetzt dazugelernt. Weißt du, so dieses typische YouTuber-Entschuldigungsding, so, ich hab's halt auch nicht besser gewusst in dem Augenblick. Ich wusste halt das auch, ist halt alles auch neu für mich. Ich wusste halt auch nicht, dass da hinten ein Kindergarten ist, dass ich da durchgedriftet bin. Das war mir nicht bewusst. Wann hat denn Dienstag um 11 Uhr morgens? Warum spielen Dienstag um 11 Uhr morgens Kinder im Kindergarten? Das wusste ich nicht. Bin da einfach durch. Ja, Autos töten Menschen, auch wenn sie fahren. Es war mir nicht bewusst, dass das Überfahren von Menschen... Aber wichtig ist ja, dass das Auto tötet, nicht der Mensch, ne, am Steuer. Mhm. Ja, so. Damit auch ganz wenig, ja. Lassen wir es jetzt lieber, bevor wir ins Gefängnis kommen. Für Fritz hat das Ganze auch etwas weitreichende Folgen. Ein Sponsor ist jetzt von ihm abgesprungen, der eigentlich schon sicher war, weil der so ein bisschen Angst vor dem Image-Schaden hat, sollte sich das Ganze doch bewahrheiten. Fritz Meinecke soll auch das Bein amputiert werden jetzt deshalb. Richtig krass. Als Bestrafung, damit er nicht mehr Gas geben kann. Darüber hinaus hatte Fritz Meinecke ein Video mit der Bundeswehr geplant. Das konnte er jetzt ebenfalls nicht machen, weil er da einfach nicht hinkommt mit der ganzen Ausrüstung. Mit der Bahn und so weiter könnte er so viel nicht mitschleppen. Wo ich mir die Frage stelle, hast du keinen Kollegen, der dich fahren kann? Nein. Der einzige Kollege mit Führerschein ist Nick und der hat seinen Führerschein auch verloren. Du wohnst gar nicht weit weg von mir, meld dich, Digga. Ich fahr dich ein bisschen rum oder so. Gerne. Außerdem konnte er diesen Samstag dadurch kein Video hochladen, das erste Mal seit gefühlt 200 Jahren, weil er einfach viel zu sehr mit dieser Sache beschäftigt gewesen ist und keine Zeit hatte, ein vernünftiges Video zu erstellen. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass sich das Ganze so schnell wie möglich klärt. Was denkt ihr, wann haben sie ihre Autos wieder? Und ich denke in 13 Tagen. 13 Tagen? Ja. Ich sage 27 Tage. Okay, wir treffen uns in der Mitte 15. Wer hat beim Rennen gewonnen? Fritz oder Nick? Schreibt's in die Kommentare. Ich habe in den Cagnus-Folgen ja schon des Öfteren über Philipp von den Real-Life-Guys berichtet. Der ist ja leider an Krebs erkrankt und das ist ja auch schon seit einiger Zeit im Endstadium. Im letzten Bericht habe ich darüber geredet, dass sein Körper so ein bisschen verfault, also hier schon richtig offene Stellen sind, wo man halt quasi das Fleisch sehen kann. Oh, und das Ganze ist jetzt auch nochmal ein bisschen schlimmer geworden. Und zwar hat eine Fliege wohl Eier auf diese Wunde gelegt und dadurch haben sich dort sehr viele Maden gebildet, die angefangen haben, sich da reinzufressen. Das Ganze konnte glücklicherweise behandelt werden. Der Doktor hat halt die Maden rausgezogen. Danach hat er so Mittel bekommen, dass die raus sind aus der Wunde. Also das auf jeden Fall schon mal gut. Ist natürlich halt trotzdem sehr, sehr hart. Guckt euch das Video an. Er hat das Szenen von hochgeladen. Ich wollte das jetzt hier in den Cake News nicht unbedingt zeigen, um ehrlich zu sein. Ich verlinke euch das Video aber, wenn ihr da reinschauen wollt. Trotzdem muss man sagen, dass der Typ einfach meinen größten Respekt hat. Also er sitzt da immer noch im Video und lächelt. Obwohl es ja auch keine so schöne Nachricht ist, hat er wirklich die Hoffnung noch nicht verloren, dass da noch irgendein Wunder geschieht. Und dafür wirklich meinen vollsten Respekt. Ich glaube, er hat durch die Krankheit sehr krass seinen christlichen Glauben gefunden, / wiedergefunden, / Ich glaube, er war früher schon sehr gläubig, aber im Endeffekt ist es ja mega nice, dass er was hat, woran er festhalten kann und daran glauben kann, weißt du? Und das finde ich sehr inspiring und wenn ihm das Kraft gibt, mega nice, alles Gute, auf jeden Fall. Ich hatte mit ihm auch mal echt einen längeren Talk so. Mhm. Es ist schon krass, auf welchen Ebenen sich da innerlich dann, ne, also wie du dich als Mensch weiterentwickelst, wenn du sowas erlebst, so auch. Das ist ja schon, safe. Ja, safe. Also ich sag's immer wieder, wenn irgendwas dazu kommt. Ich bin nicht so, dass ich mir die Videos so sehr, ich schaue mir das privat an, aber onstream darauf eine Reaction zu machen, fühlt sich immer weird an so. Deshalb wünsche ich immer wieder, wenn das irgendwie Gesprächsthema ist, alles, alles Gute und wir hoffen alle, dass es ihm irgendwann irgendwie wieder besser geht. Und mega, mega viel Respekt für die, ja, Digga, für die Kraft, die er da einfach hat und dass er weiterhin durchhält. Ja.
Voll. Er sagt in dem Video, dass er des Öfteren jetzt Atemnot hat, aber ansonsten wirkt er halt immer noch komplett fit und dafür halt ebenfalls Props. Ich hoffe ebenfalls, dass dann noch irgendwas passiert und irgendein Wunder entsteht. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kennt ihr noch Leon Mascher? Bekannt geworden durch Mimi 24-Stunden-Videos und natürlich etlichen Fake-Pranks. Ach so. Der ist ja so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Auf YouTube ist er ja gar nicht mehr aktiv. Wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, dann könnt ihr das ab diesem Monat machen. Und zwar ist er bei der RTL2-Sendung Kampf der Reality Stars. Warte mal, bitte? Müsste er dafür nicht ein Reality Star sein? Ja, ja, erstmal das und vor allen Dingen, wie sieht so ein Kampf aus, wenn das jetzt so Gladiatoren-Arena-mäßig ist? So Lea Mascher boxt so ein Bachelor und dann kommt von hinten einer und zieht ihm so einen Klappstuhl über den Kopf und dann fährt einfach Jessica Paschka mit so einem Panzer über den Fuß von Bachelor-Kandidatin. Mega geil. Wenn das aber jetzt so Kampf im Sinne von, wir sitzen alle in einem Container und alle scheißen in den Eimer und wir reden. Dann ist wieder scheiße. Wir müssen nur kleine Spielchen spielen, wo wir irgendwie in also den Pool runtertauchen und Ringe finden müssen oder so. Ja, einen richtigen Kampf fände ich übertrieben sick. Wenn so einfach, man sagt zu so Hunger Games, man legt so Waffen in die Mitte, alle laufen hin und dann guckt mal. Dann guckt man mal, weißt du? So. Mal gucken, wer als erstes kein Bein mehr hat. Dieses Jahr einfach mal. Also, oder? Ja. Ja. Also finde ich auch menschlich fair. Ja. Ja. Aber, Reality Star Leon Mascher ist auch ein Satz, der irgendwie weird klingt, ne? Ja, generell Star Leon Mascher. Jeder Satz mit Leon Mascher klingt weird. Ist er mit 9 anderen Prominenten in einer Strandhütte in Phuket oder wie das ausgesprochen wird. Und da müssen sie ganz viele Challenges machen, um sich Luxusartikel wie ein Bett, Kleiderschrank oder andere Gegenstände zu erspielen. Okay. Ja, mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Wenn ihr Leon Mascher sehen wollt, der YouTube Deutschland da vertritt, dann schaut da auf jeden Fall rein im Fernsehen und auf TV Now. Vielleicht sollten wir Fritz Meinecke da noch hinschicken. Der kann ja fliegen, darf er ja. Und dann, stimmt, darf nur nicht fahren. Der darf da nur nicht fahren. Aber der kann ja alle trotzdem umboxen. Stark ist er ja noch. Der darf auch im Flugzeug fliegen gerade. Das ist überhaupt kein Problem. Der darf nur nicht fahren. Ja. Und nein, das war kein Placement. Memo mit 5O hat jetzt seinen eigenen YouTube-Kanal gestartet. Ah, okay, das ist auch erst 3 Wochen her. Chillige Cake News. Ja, mit dem Namen Memo. Dort hat er bisher 2 Videos hochgeladen. Beim ersten beantwortet er so ein paar Fragen und beim zweiten zeigt er sein Café. Persönlich finde ich das sehr, sehr cool. Beide Videos haben auch die 1 Million Aufrufe geknackt. Außerdem hat er auch insane. Schon über 200.000 Abonnenten. Das ist einfach so ein Homie von Monte, so ein normaler Dude, Alter. Und der macht einfach eine Mio-Klicks, Digga. Der muss nicht Reef im Livestream küssen oder nicht, ne? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ne? Also es ist insane. Ich finde ihn im Video sehr sympathisch, wenn mir die Art ein bisschen zu langweilig ist. Kann man sich das auf jeden Fall geben. Wer Bock hat, kann da auf jeden Fall reinschauen. Ich bin allerdings zu faul und werde den Kanal deswegen leider nicht verlinken. Ja, nochmal so ein bisschen Edginess hat er sich da gewahrt. Hier nochmal eine Meldung, um gegen die Bundesregierung zu schießen. Alles klar, ich bin gespannt. Was kommt jetzt? Achtung. Wahrscheinlich kennt ihr alle die YouTuberin MyLab. Die Bundesregierung hat jetzt eine neue Aufklärungsseite gegen Cannabis an den Start gebracht. Und dort werben sie einfach ungefragt mit den Inhalten dieser YouTuberin. Auf der Seite machtdichschlau.tv werden einige YouTuber geschrieben so, ey, ich habe nie gesagt, dass die diese Videos benutzen dürfen. Die posten einfach Videos von Mai, so Ausschnitte aus Videos von Mai. Was? Denen halt irgendwie passen so. Posten die so und Mai hat halt auch, ich glaube, Mai hat auf Twitter geschrieben, so, also mich hat niemand gefragt, ich habe nie gesagt, dass es okay ist und Funk auch nicht. So, ich meine ich, also ich glaube, das hätte sie geschrieben. Was? Ja. Kiffen ist, da steht krank gekifft, ist das ungesund? Da muss ich Papa Platte Bescheid geben, warte mal ganz kurz. Ich mach den kurzen Memo. Das ist voll wichtig, Digga, der raucht ja jeden Tag Bon. Yo, Kevin, ganz kurz. Ich habe gerade das Video von KuchenTV geguckt und es gibt so eine Seite, die heißt machtdichschlau.tv. Vielleicht schaust du mal vorbei, es geht ums Kiffen. Kiffen ist mega ungesund, steht da. Krank gekifft, warum ich mit dem Kiffen aufhören sollte. Wegen dem Bongrauchen dachte ich halt, dass du vielleicht am besten dir das mal anguckst und vielleicht aufhörst. Sag ihm, das ist wichtig auch, das ist für seine Entwicklung im Kopf. Ja, ist wichtig und auch Rezo sagt, der unterstützt das auch. Genau. Im Gehirn. Ich denke mal, das würde er verstanden haben. Gut, ey. YouTuber und Influencer gezeigt, die über Cannabis aufklären. Also, Imagine Tuttle ist dann da einfach und sagt, ja, dann habe ich so gesmoked oder so. Wie es wirkt, was für Nachteile das hat, blabliblub. Bis hierhin ist auch noch alles gut, denn diese Videos sind lediglich eingebettet, das ist rechtlich absolut in Ordnung. Auf Instagram gibt es allerdings eine dazugehörige Seite und die hat ohne zu fragen einfach kleine Ausschnitte vom Video von MyLab da hochgeladen und quasi dadurch damit geworben, obwohl man MyLab einfach nie gefragt hat. Das Funk hat das Ganze dann auch löschen lassen. Auch Genau die Leute, also ich meine, das ist ja dieselbe, das ist ja dieselbe Regierung,
die extrem gerade bei der Artikel 13 Sache darauf pocht, dass es absolut nicht okay ist, dass du irgendein dass Video gemacht nimmst wird, und das benutzt. Ja. Ich meine, in dem Fall ist es ja nicht mal irgendwie abgedeckt von irgendwas. Nee. Es wird einfach aber gemacht. Ist schon, Man darf aber auch sagen, dass eine generelle Aufklärungsseite, die wahrscheinlich hier jetzt nicht unbedingt das Ganze neutral betrachtet, wenn sie es neutral betrachten würden, ja trotzdem nicht verkehrt ist, weil natürlich hat Cannabiskonsum hat das Folgen und ist nicht gesund. Das braucht man nicht sagen. Das Unangenehme ist einfach nur, dass sie sozusagen sich nicht an die Gesetze halten, die sie selber sehr, sehr wichtig an der Stelle finden. Anna, aber das Ding ist, ich glaube, die wissen auch Klumpi, häufig gar nicht, dass die Urheberrechte so sind. Ich hatte irgendwann mal die Möglichkeit, eine Frage zu stellen an Leute aus dem Bundestag und habe die Frage gestellt. Ich habe so ein SpongeBob-Meme hochgehalten und habe einfach die Frage gestellt, wenn das jetzt jemand auf Twitter postet und einen Spruch dazu schreibt, so einen lustigen, darf man das eigentlich? Und die waren sich nicht sicher. Manche haben ganz klar gesagt, nee, das ist natürlich illegal. So, natürlich ist das illegal. Wir verhalten uns alle ständig illegal. So, ja, haben die gesagt, natürlich, wir alle verhalten sich illegal, ständig. So, und andere haben gesagt, ja, es kommt so darauf an. So, die Baerbock zum Beispiel, der hat gesagt so, obwohl die irgendwie Digitalminister, weiß ich jetzt nicht genau, was genau ihr Rang da ist, ihr Rank, aber die hat irgendwie gesagt so, yo, es kommt, glaube ich, drauf an, wie viel Reichweite man auch hat und als Bullshit. Völliger Quatsch. Doch, das ist ja so. Also sobald man Urheberrechte haben gar 20, keinen Plan. Also sobald man mehr als 20 Follower irgendwo hat, dann ist man automatisch Urheberrechtspirat, nennt sich das im Gesetzestext. Pirat. Ach, Dorothee Bär. Ach, Baerbock, habe ich gesagt. Quatsch. Doch nicht Annalena. Ja. Doch nicht und kein Schatzi. Dorothee Bär, ja. Wann kommt das Video, wo du sagst, was wir wählen sollen eigentlich? Ist ja bald Wahl. Kannst du mal kurz ein Video machen, was wir alle wählen sollen? Ach so, damit ich dir sage, was du wählen sollst. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, komm doch, da wähle ich. Ich werde ein kurzes Video machen. Ich sage euch einfach, die da. Und dann wählst du die. Okay. Weil so ist es doch. So ist es doch wichtig. So und nicht anders. Twitter hat MyLab dann sogar noch gepostet, dass sie von dieser Kooperation erst durch diesen Tweet von Daniela Ludwig mitbekommen. Okay, das ist unangenehm.